Der Champagner ist etwas Herrliches, was Gefährliches, Unentbehrliches. Keine Liebe ohne Ende, die man später nur bereut, denn keine Nacht ist eine Nacht und heute ist heut. Sieht ein Herr, eine Sie, beim Spazieren auf dem Glas hin, Coquetrie, puis Paris, reißt den Orden Bellamy. Mademoiselle, sagt er schnell, s'il vous plaît, ein Rendezvous. Sie sagt, oh, non, 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 mais monsieur, vous êtes un grand filou. Und sie biegt sich in den Hüften, denn die Lösung liegt so nah. Denn er weiß, non, non, heißt oui, und oui heißt ja. Später geht sie dann mit ihm zu Vieren ins Separat. Will sich nur ein bisschen amüsieren mit dem Monsieur. Will einen zärtlichen Walzer hören, aber natürlich nur ganz in Ehren. Sie ist so jung. Vertraut ihm so sehr, denn ist ja so ein vornehmer Herr. Beim ersten Glas fängt ganz langsam an die Geschichte. Das zweite Glas spürt man überhaupt noch nicht. Ein drittes und viertes und fünftes und dann, dann fängt für uns die Nacht erst richtig an. Dran. Das Leben geht weiter genug davon. Ein Schluck Illusion. Voilà! Der Trüger!